Ach, keine Ahnung. Noch was, du kriegst dann halt mal ein bisschen Mehl. Ich wüsste zwar nicht, dass man Mehl pur essen sollte, aber hey, was soll's, ne? So. Ja, sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Sollten wir schaffen. Den Sturm auf die Südfestung. Meine Macht ist jedenfalls größer. Gucken wir doch mal, ne? Okay, das Schlachtfeld ist sehr klein. Oh. Okay. Vorräte. Ich glaube, die Vorräte sind wirklich nur für die Heilung. Denke ich zumindest. Nun gut. Dann wollen wir diese Schlacht doch mal beginnen. More rebels? Haven't you dogs learned your lesson yet? We're not rebels. We're the deliverance. Everyone with me. Watch out. That archer is carrying a powerful bow. We should only send in capable and cautious units to deal with him. Okay. Was der Kampf gegen Feinde, die über eine große Angriffsreichweite verfügen, bringt oft ernste Nachteile mit sich. Ja. Sei besonders vorsichtig, wenn du dich solchen Feinden näherst, oder setze Einheiten als Köder ein, die einen hohen Verteidigungswert mitbringen. Ja, gut. Verteidigung 5, habe ich da irgendwas Besseres? 6. Oh, das war's, ne? Ja. Da kann ich mich hin, ohne Probleme. So. Gut. Na denn, schauen wir doch mal. Der verschanzt sich natürlich dort. Damit war absolut zu rechnen. Und ich erreiche ihn von hier aus halt noch nicht. Weniger schön. Okay. So. Dann würde ich einfach mal sagen, rennt mal vor, wie immer. Und dann macht er mit am meisten Schaden. So, hier kommt Nosferatu. Nett. Schade. Wobei, ich könnte dorthin gehen, aber es bringt mir halt nicht so viel, wie ich gern hätte. Also gehen wir mal dahin. So. Okay.
Ich habe voll vergessen, dass Feja jetzt eine Magierin ist. Und auch hätte angreifen können. Ups. Naja. Passiert. Sowas passiert schon mal. Auf jeden Fall macht sie ordentlich Schaden. Das ist sehr, sehr nice. Holy shit. Okay. Erstmal. Heilst du bitte. So, gut. Dann schalten wir den mal aus. Einfach weil wir es können. Sehr gut. Mein Schaden ist halt nicht wirklich hoch. Ha, 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 ha. Bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich das am besten wuppe. Aber das kriegen wir schon hin. Everything seems so much clearer. Okay. Ja, das war klar. 7 Schaden, ey. Böse. Oh, nice. Schöner Crit. Sehr schöner Crit, Gray. Gefällt. Gefällt sehr. Moment, wir gehen mal erstmal hier direkt ran. So, gut. Das wäre da schon mal ein Stück was an Schaden. Und jetzt kriegen wir ihn erledigt. Perfekt. Oder auch nicht, weil wir verfehlen. Aber er verfehlt auch. Sehr gut. Okay. Dann machen wir es mal so und reden hier eine Runde. Hallo, Faye. Oh, Silk. We seem to keep running into each other here on the battlefield. Yes, well, I was hoping we could get to know each other better. There are so few of us women fighting alongside Sir Alm, after all. And there are many things I wish to talk about that aren't for the ears of men. Well, I don't think that kind of friendship is for me. Sorry. Huh? I'd rather spend time near Alm than stand about gossiping. No offense. Anyway, good luck, I guess. What in Mila's name just happened? Tja. Da bist du irgendwie an die falsche geraten. Sure, why not? So, die kriegen das hier schon gerissen. Da sehe ich keine wirklichen Probleme. Oh, du machst nicht mal was? Ja, Mensch.
Komm, neuer Versuch. Ach, doof. Beide verfehlen. Beide Schuss. Unschön. Oh, ehrlich? Kriegt ihr den gar nichts Geschisse? Menschen, Kinders hier. Okay, er kann sich nach vorn bewegen. Wenn er es denn möchte. Dann stellen wir uns mal dahin, provozieren ihn ein wenig. Sehr gut, hat funktioniert. So, komm. Jetzt aber. Ach, ehrlich jetzt. Könnt ihr den mal bitte treffen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenigstens einer hat gesessen. So, hier. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Was war denn jetzt daran so schwer, ha? So, dann schicke ich meinen Stallbogen mal zum Vorrat. Und hier möchte ich mal Lucas den Vortritt lassen. So, sehr schön. Das ist doch gut. Yay. Schönes Level-Up. Faye hat einfach mal vier Leute erledigt. Yo. Yo. We did it. The outpost is ours. Thank you, my brave friends. Thank you for everything. I know that my fallen comrades would say the same. Oh, Lucas, I'm so sorry. But we'll have time to mourn later. Right now, we must find Lady Claire. She must be somewhere inside the outpost. Wappen erhalten, Geländegänger. Für das geschickte Ausnutzen von Geländevorteilen im Kampf. Okay. Warum kriege ich den jetzt? Naja, was soll's, ne? Wird schon irgendwie Sinn ergeben. Vielleicht. So, Cliff. Du bekommst mal den Stahlbogen. So. Das ist so, ja. Besonders effektiv gegen Flugeinheiten. Dann betreten wir mal die Südfestung und gucken uns da ein bisschen um. So, haben wir einen zum Reden? Nö. Ja, hallo. Wollte ich auch gar nicht. Das wollte ich. So. Da steht ein bisschen. Dieser Korridor führt noch tiefer in die Festung. Ja. Ich weiß, ich wollte eigentlich auch den Wein mitnehmen. Und das Trinkwasser hier. Eine Eisenlanze. Schön. Waffen.
Wer mit seinen Waffen so schlampig umgeht, hat im Kampf schon verloren. Das stimmt wohl. Ein Rostschild. Okay. Warum sollte man ein rostiges Schild haben wollen? Ha. Gegenwärtig durch Rost nicht kampfgeeignet. Ja, Mensch. So, Lucas, du bekommst mal die Eisenlanze, würde ich sagen. Dadurch ist deine Geschwindigkeit zwar verringert, sollte aber trotzdem ordentlich Wumms haben. Denke ich zumindest mal. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Erstmal in den Beratungsraum. So, Natürlich ist hier nichts weiter. Rostschwert, ja, gut. Ein Bier, immer gut. Ein Wein, auch immer gut. Eine kalte Suppe. Kann man wieder aufwärmen. Um den Abwasch hat sich natürlich niemand gekümmert. Wie überraschend. Oh, ein Blitzschwert. Das ist mal nice. Vorräte, mit all dem Krempel hier können wir nicht wirklich was anfangen. Okay. Ansonsten ist da aber auch nichts weiter. Das war wahrscheinlich der Tisch, ja. Das war der Tisch. Okay. Na dann, was ist die Vergangenheitsform von verlassen? Verlies! Lucas, you came to rescue me. Why, how simply gallant of you. Now extricate me from this filthy and unseemly cage at once. Okay, okay. So, dann nehmen wir erstmal das harte Brot mit und den Löcherkäse und das halbe Bier. Wahrscheinlich ist damit eher ein halb volles Bier gemeint, aber hey, noch ein hartes Brot, meinetwegen, Waffenstapel. Das müssen die Waffen sein, die den Gefangenen abgenommen wurden. Das ergäbe Sinn. Die Zelle ist verschlossen, ach was. Und hier ist der Schlüssel dazu. So. Könnt ihr aufschließen? Ja, hatte ich vor. Hatte ich vor. The boy will offer a lady his hand. Oh, me? Oh, sorry. Very good. I say, it does feel good to move about again. I thought I might never emerge from that disgusting pigsty. You have my thanks. This is Alm. He recently joined us in the Deliverance. Oh! Well, how simply lovely. Welcome! I am Claire. The young man may address me as Lady Claire or Milady. It's a pleasure to meet you, Milady. So, from where do you hail, Alm? I hail from a little place called Ram Village. A village? You don't say! That's one of those places with all the cows and the barns and the fields, yes? yeah. Something like that. My word! I hardly ever speak with villagers. What is it like to chase cows every day? I wager they bite the nasty creatures. And yet you aren't smothered in manure. This is not what I pictured. Right. Claire. Perhaps you should consider Alm's feelings in regards to his home. His... huh? Oh dear, have I done it again? It's as Clive constantly reminds me. The Deliverance is not like the Knights of Zofia. Not every soldier in our ranks is noble, but we must treat them all as equals. The peasant must forgive his lady for this gauche breach of etiquette. It's all right. The peasant, whose name is Alm, will get over it. Oh, Alm, I can see you are truly kind. Might I ask you more about your village later? I'm ever so curious. Ah, ich mag Claire. Splendid! I've always wanted to know more about cows and pigs and such. Yes, they're amazing creatures. She's going to be a handful. Yeah, I that's what I'm hoping. Hmm.
Hey, what are you scheming? What? Nothing. Oh boy. Thank you for freeing us. I thought my time had come. You're new to the Deliverance, right? Then you'll want to hear this. They say Mother Mila has disappeared from her temple. That's why Regel was able to break the Divine Accord, which was supposed to prevent them from ever invading Zofia. I don't know how much of it's true, but it's disturbing nonetheless. Ja, das stimmt wohl. Das klingt jetzt weniger cool. So, geh noch mal wieder raus.